Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Lieber Tourismusverein. Happy birthday to you. Liebe Freunde, liebe Partner unseres Tourismusvereins in Treptow-Köpenick. 25 Jahre ist es nun her. Wir sind der älteste Tourismusverein in Berlin. Wir haben viele, viele besondere Zeichen in dieser Zeit setzen können und haben maßstäblich an der Entwicklung in dieser schönen Stadt, aber auch um diese Stadt drumherum mitwirken dürfen. Doch das funktioniert nicht allein. Das funktioniert nur mit Ihnen als Partner, mit Ihnen als Freunde, die wir uns an unserer Seite wünschen und auch brauchen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, freue mich auf eine wunderschöne touristische Entwicklung, freue mich auf einen modernen Flughafen, der bald vor uns steht, freue mich auf eine tolle Vernetzung, nicht nur mit den Berliner Bezirken, sondern auch mit dem Brandenburger Umland, weil es genau das, was wir brauchen. Wir haben das größte Potenzial direkt vor unserer Haustür. Lasst es uns gemeinsam nutzen. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Herzlichen Glückwunsch, lieber Tourismusverein Treptow-Köpenick, zu 25 Jahre. Ich sag mal, die ersten 25 Jahre. Das waren schon tolle Jahre, wenn man sich zurückerinnert, wie sah eigentlich der Bezirk vor 25 Jahren aus und wie ist es jetzt eine durchaus interessante, blühende Metropole, die nicht nur für uns, die hier wohnen, interessant ist, sondern eben auch für viele Besucherinnen und Besucher. Da ist so unglaublich viel passiert. Und deswegen ist die Einladung, die der Tourismusverein tagtäglich ausspricht, nämlich kommt in unseren Bezirk von nah und fern, die ist wirklich berechtigt und wir können, glaube ich, ganz Tolles bieten. Für mich aus Potsdam verbinde ich natürlich das Tiefste mit Köpenick, nämlich nicht nur den Hauptmann Köpenick, sondern viel, viel mehr eine gute Zusammenarbeit. Denn die Köpenicker waren es, die vor 25 Jahren die Idee gehabt haben, dass sich die Stadt nicht nur in die Stadt öffnen muss, sondern auch zum Land Brandenburg. Der Tourismusverein Köpenick hat das Potenzial, nicht nur 50 Jahre jung zu werden, sondern auch 100 Jahre jung zu werden. Und insofern gratuliere ich allen, die vor 25 Jahren die Idee gehabt haben, diesen Tourismusverein zu gründen, als ein aktives Glied auch in den Berliner Stadtteilbezirken, aber auch einen Botschafter zu haben, der zur Zusammenarbeit mit Berlin-Brandenburg steht. Insofern die herzlichen Glückwünsche auch von der Tourismusmarketing Brandenburg GmbH. Im Namen der Stern- und Kreisschifffahrt gratuliere ich unserem Tourismusverein Treptow-Köpenick zum 25-jährigen Bestehen und möchte mich recht herzlich für die gute, jahrelange Zusammenarbeit bedanken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für die nächsten 25 Jahre. Ja, 25 Jahre Tourismusverein Treptow-Köpenick. Der Deutsche Tourismusverband gratuliert. Warum gratulieren wir? Weil wir arbeiten mit Treptow-Köpenick schon lange zusammen. Das wird verwundern, aber wir wissen, die gelbe Welle ist von diesem Tourismusverein entwickelt worden. Und mittlerweile hat sich dieses Thema gelbe Welle, das war ja ursprünglich ein Expo-Projekt, auf die ganze Bundesrepublik ausgedehnt. Und die gelbe Welle ist ein Signal für alle, die gerne auf dem Wasser unterwegs sind. Und dafür steht ja unter anderem auch der Tourismusverein Treptow-Köpenick. Wir gratulieren und wünschen alles Gute für die Zukunft und ganz viel Initiative und viel Schub für diesen engagierten Verein. 25 Jahre Tourismusverein Treptow-Köpenick. Fantastisch. Im Leben einer Ehe wäre das Silberhochzeit. Wir von der BBSG und ich darf das im Namen der beiden Eigentümer heute hier so sagen, freuen uns außerordentlich, dass es so lange diesen Verein schon gibt und wir auch aktiv mit diesem Verein, in diesem Verein mitarbeiten. Und, heute ist der Fremdenverkehrsverein so etwas wie die Brücke zum Umland, das Tor nach Berlin über das Wasser und über den Wald und die Wiesen geht es hinein in die Stadt. Was Besseres, was Schöneres könnte man sich gar nicht vorstellen. Einmal war er da, der Fremdenverkehrsverein und jetzt Tourismusverein Treptow-Köpenick. Alles Gute, weiterhin viele erfolgreiche Arbeit und wunderbare, wunderbare Aufträge und Messepräsentationen. Danke.
jetzt in den letzten zwei Jahren geleistet wurde, ist für mich Ausdruck dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch damit, dass wir hier stehen dürfen, mit einem einzelnen Stand, als einziger Bezirk, mit unserem Tourismusverein. Und dafür drücke ich Ihnen und Ihren Kollegen und Mitarbeitern für die nächste Zeit ganz, ganz doll alle beide Daumen. Natürlich, vielen Dank für also diese Treffung hier. Ich bin auch ganz, ganz zufrieden mit Sie, mit unseren Freunden hier treffen. Und ich möchte ganz, ganz ehrlich also gratulieren für Ihr 25-jähriges Jubiläum. Also wir sind ja nicht umsonst sozusagen als Moderator für alle Bezirke im Tourismusbereich angetreten, weil wir ganz klar die Notwendigkeit sehen, dass die Berliner Bezirke sich intensiver abstimmen, was die touristischen Produkte natürlich angeht, aber auch die Wegeführung, das Wegeleitsystem in Berlin. Wie führen wir den Gast nach seinem zweiten, dritten Besuch aus der zentralen Mitte in die Außenbezirke? Wo kann er noch Juwelen entdecken? Darauf zielt unsere Arbeit seit zwei, drei Jahren intensiv ab und da sind die Bezirke ein wichtiger Partner für uns. Und wir stellen natürlich auch mit voller Zufriedenheit fest, dass die Arbeit in den Bezirken jetzt allmählich auch Früchte trägt. Ich denke, für Treptow Köpenick ist das eine große Chance, wenn sie dann endlich verwirklicht wird. Treptow Köpenick ist das Tor zur Stadt von der Seite aus. Alle kommen dort vorbei und der Bezirk hat diverse Möglichkeiten, auf dem neuen Flughafen, wenn er dann am Netz ist, auch auf sich aufmerksam zu machen. Da bereits haben wir ja auch Gespräche in der Vergangenheit geführt. Und wenn es dann soweit ist, denke ich, hat der Bezirk wirklich eine große Chance. Müsste natürlich noch gucken, dass er im Angebot noch ein bisschen nachholt, was vielleicht auch die Hotellerie angeht. Touristische Produkte müssen noch stärker herausgestellt werden, dass man sozusagen mit dem Kescher gleich unten einen Teil der Gäste abfängt. Unser Verein freut sich auf die nächsten 25 Jahre mit Ihnen und alles Gute. Toll. Danke. Wir freuen uns, unsere Partner direkt an, also unsere Berliner Partner, zu ihrem Jubiläum zu beglückwünschen. Wir freuen uns über eine kooperative und gute Zusammenarbeit und wünschen uns gemeinsam noch viele zufriedene Gäste. Das Grün, das Wasser, aber auch die Harmonie mit dem weltstädtischen Treptow-Teil dann wieder hinzubekommen. Also von daher, wir freuen uns und sind gerne dabei und ja, weiter so, alles Gute, toi 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 zum 25-Jährigen. Also meinen herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahre im Tourismusverein. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, heißt natürlich auch 25 Jahre Netzwerk, viele Partner unterschiedlichster Interessen an einem Tisch zu bekommen und das alles, um ein bisschen mehr touristische Wertschöpfung in einen Bereich von Berlin zu bekommen, den man so gar nicht als erstes erwarten würde. Alles Liebe zum Geburtstag und auf weitere 100 Jahre. Das schafft ihr. Okay, ja, da schließe ich mich natürlich an. Vielleicht 150 Jahre und auf weiterhin tolle, respektvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit. Ihr seid top.